Meisterinnen und Jedi Meister da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Lego Star Wars Set Review. Heute mit der Tantive IV aus 2019. Ja, genau, richtig. Das erste Schiff, das wir in Star Wars A New Hope bzw. Eine neue Hoffnung Episode 4 gesehen haben, der Blockade Runner. Ein wirklich schönes Schiff und ich kann euch sagen, ich war begeistert, als dieses Set angekündigt wurde. Denn ich habe leider die Tantive aus 2009 nie bekommen, genauso wenig wie die UCS aus 2000. Beide schweineteuer. Das Set kommt jetzt mit knapp 1700 Teilen und der Set Nummer 75244 für 200 Euro im Lego Store. Wenn ihr Glück habt zum Erscheinen dieses Videos, ist das Schiff schon ein paar Monate draußen, kriegt ihr das Ding auch so im Sale für 180 bis 160 Euro. Da würde ich dann auf jeden Fall zuschlagen, weil es ein wirklich geiles, geiles Teil. Ja, genau, wir haben hier auch coole Figuren drin. Wir kriegen einen neuen Captain Antilles. Wir hatten ihn nicht mehr seit der letzten Tantive 2009, die zum 10-jährigen Jubiläum rauskam. Dieses Jahr ist ja das 20-jährige Jubiläum. Die ganzen 20-Jahres-Sets habe ich übrigens auch. Die werden auch bald auf diesem Kanal kommen, also könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ansonsten haben wir Bail Organa als exklusive Figur, den haben wir das allererste Mal überhaupt als Figur, da könnt ihr euch auch drauf freuen. R2-D2, C3PO, noch einen Rebel Fleet Trooper und Prinzessin Leia. Und ich würde sagen, ohne dass wir weiter schnacken, gehen wir direkt. So, und da sind wir auch mitten im Review der Tantive IV 2019. Ja, wirklich ein schönes Schiff. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht lange, sondern fangen an mit den Minifiguren. Als erstes hätten wir da Bail Organa. Wir bekommen ihn hier das erste Mal in einem Set überhaupt. Er trägt ein Cape. Das können wir auch mal hoch machen, um die Rückenbedruckung zu sehen. Schlicht, aber sie ist da. Das ist übrigens die Variante aus Rogue One, soweit ich weiß, und nicht aus A New, aus Revenge of the Sith. Er hat, soweit ich weiß, kein alternatives Gesicht. Oh, doch hat er. Hat er noch so ein wütenderes Gesicht. Und er kommt mit diesem Chrome Blaster. Den Mini Blaster. Genau. Als nächstes hätten wir da R2-D2. Das ist eigentlich derselbe R2-D2 wie immer. Wir könnten jetzt mal anfangen, endlich Rückenbedruckung für die Astromech zu machen. Das wäre so der nächste Schritt für in meinen Augen. Ansonsten, wir kennen ihn, kommt in sehr vielen Sets. Dann haben wir C3PO, endlich mal wieder. Er hat jetzt wieder keine Armbedruckung, nicht so wie der aus dem Polybag. Den kann ich euch auch mal vorstellen. Dafür ein silbernes Knie hier. Logischerweise sollte der Fuß da unten dann auch silber sein. Also das wäre für mich der nächste Schritt für C3PO. Ein Dual-Moded Leg auf der linken Seite. Ansonsten so ziemlich dasselbe C3PO, wie wir ihn jetzt schon seit vielen Jahren kennen, mit leichten Verbesserungen im Printing. Dann haben wir Captain Antilles. Den haben wir tatsächlich erst das zweite Mal als Figur. Und das letzte Mal haben wir ihn 2009 in der letzten Tantive gesehen. Er kommt auch mit so einem silbernen Blaster, aber diesmal in groß. Und er hat auch ein Wendegesicht. Das ist dann das Darth Vader hat mich am Hals Gesicht, nehme ich an. Sehr coole Figur. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Als nächstes haben wir einen normalen Rebellensoldaten. Kommt auch mit diesem silbernen Blaster. Und soweit ich sehen kann, ist es derselbe, der auch in dem Junior TIE Fighter kommt.
auch mit Rückenbedruckung. Und auch er hat ein Wendegesicht. Das ist wohl so das Normale und das ist so das, wenn er im Kampf ist. Und als letzte Figur haben wir Prinzessin Leia. Sie kommt mit diesem neuen Kleid. Ist wirklich sehr, sehr gut aussieht. Ist auch hinten bedruckt mit der Kapuze. Und auch sie hat ein Wendegesicht. Das ist eher so das, sag ich mal, erzürnte Gesicht. Und das ist so ein verschmitztes Lächeln. Wie ihr sehen könnt da hinten, sie kommt auch noch mit einem alternativen Beinteil, falls man sie hinsetzen möchte. Dann würde ich sagen, packen wir jetzt die Figuren mal beiseite. Und kommen zum wirklich interessanten Teil, weswegen man das Set kauft, nämlich dem Schiff selber. Und zwar der Tantive. Also, es ist ein Riesending. Und ich versuche jetzt mal ein bisschen chronologisch durchzugehen. Ich gehe mal mit dem Stativ einen Schritt zurück. So. Und dann können wir uns auch erstmal das Cockpit angucken. Also, neu ist auf jeden Fall hier diese Sticker. Alles Sticker, lasst euch da keine Illusionen machen. Das finde ich ein bisschen, schade. Wir können das Cockpit öffnen. Und dann haben wir hier, versucht da gerade mal mit der Kamera reinzukommen, auch einen kleinen Durchgang. Und hier ist dann noch so eine bedruckte Fliese. Aber kein exklusives Teil, das haben wir schon 20.000 Mal gesehen. Ja, okay, ich mache später wieder hin. Das gleiche ist nochmal auf der anderen Seite. Und wenn ihr wollen würdet, könntet ihr jetzt da auch zum Beispiel den Captain Antilles reinsetzen. Was sehr schön ist, er wird nicht an Studs befestigt. Man kann ihn einfach so da reinklemmen und dann sitzt er da. Dann kann man das hier ganz einfach wieder verschließen und das ist eine gute Sache. Dann haben wir, gehe ich auch noch mal ein Stück zurück, nach oben. Das ist übrigens auch Sticker hier, ja, das ist gebaut, aber das sind Sticker. Wir haben hier unten Geschütztürme und die haben wir hier oben auch, die sind genau dieselben. Ihr könnt sie drehen und ihr könnt sie nach oben und unten bewegen, so wie ihr wollt. Und hier vorne sind noch zwei Stud-Shooter. Wenn man hier oben drückt, dann schießen die. Das werde ich jetzt mal nicht machen, sonst verliere ich die im ganzen Raum. Ansonsten könnt ihr hier ganz toll die ganzen Details sehen. Ist wirklich sehr toll gebaut. Ich sehe gerade hier unten, flattert es mir ein bisschen auseinander. Und wir können hier oben den Deckel abnehmen, dann kann ich euch die Details nochmal besser zeigen. Diese Turrets sind cool, die sind aus Skistöcken gemacht. Und wenn wir jetzt hingehen, Moment, dazu benutze ich mal etwas Videomagie. Und hier oben reinschauen, dann haben wir hier einen kleinen Konferenzsaal. Das ist übrigens auch wieder Sticker, auf der anderen Seite derselbe. Da können sich zwei Leute hinsetzen und ich würde sagen, da ist doch einiges an Platz für Minifiguren zum Sitzen. Also wirklich ganz cool gemacht. Wenn wir gerade dabei sind, hier, das können wir auch abnehmen. Da ist aber nicht viel drin, kein Platz für Minifiguren, lediglich zwei extra Springloaded Shooter. Die habe ich euch noch gar nicht gezeigt, fällt mir gerade auf. Das können wir nachher noch machen, die sitzen vorne unterm Cockpit. So, und dann haben wir hier
die Radar Dish, die man auch drehen kann. Und sie ist gleichzeitig eine Halterung. Und ich zeige das jetzt mal. Ich kann das ganze Schiff mit einem Finger anheben. Ist perfekt ausbalanciert. Also wirklich gut gemacht. Dann haben wir hier die Escape Pods. Es sind eigentlich keine Escape Pods, aber hier in diesem Falle schon. Können wir aufmachen und zwei Figuren da reinsetzen. Also R2-D2 und C3PO kriegt man rein mit viel Quetschen. Ich werde es jetzt nicht machen, aber sie gehen auf jeden Fall da rein. Genau, und die sind hier nur mit so zwei Technikpins festgemacht. Das heißt, steckt einfach wieder dran. So, ich setze das auch mal wieder oben drauf. So, und jetzt kommt das, was ihr alle sehen wolltet. Gehen wir ein Stück zurück und schauen uns mal diese Engines an. Die sehen wirklich klasse aus. Und ich kann euch sagen, diese werden nicht alle exakt gleich gebaut. Es gibt immer zwei oder drei, die gleich gebaut werden. Aber insgesamt werden sie unterschiedlich gebaut. Also zum Beispiel die zwei äußeren werden gleich gebaut, die in der Mitte aber wieder anders. Und das ist schon ein beeindruckender Blick, diese 11 Triebwerke von hinten. Ich kann auch noch mal etwas weiter nach oben, dass wir noch einen Blick auf die Details hier oben haben. So. Perfekt. Also ihr seht, hier sind zum Beispiel die Farbroller in Grau verbaut worden. Für die Triebwerke. Und auch von oben machen sie echt was her. Das Einzige, was mich etwas stört, zeige ich euch mal. Ich finde, das sollte man wissen, wenn man sich das Set kauft. Und das finde ich, hätten sie noch ein bisschen besser lösen können. Wenn man hier zwischen rein guckt, dann sieht man schon ziemliche Lücken. Aber ich denke, das war einfach im Bau anders nicht lösbar. Ja, im Prinzip war es das auch von dem Schiff. Also ihr könnt jetzt nochmal sehen. Viele haben sich aufgeregt, dass es kein UCS-Set ist, aber darüber rede ich gleich in meiner Meinung am Ende. Ja, die Tente 4, ein wirklich tolles Set, muss ich sagen. Ich habe es nicht bereut, mir das gekauft zu haben. Aber was ist jetzt meine Meinung zu dem Set? Also, die Community hat ja aufgeschrieben, weil es kein UCS-Set war. Und ja, also meine persönliche Meinung ist, das Set von dem, wie es kommt, ist quasi wie ein UCS-Set. Wenn man jetzt mal über die zwei Stud-Shooter und die Spring-Loaded Missiles da vorne hinweg sieht, die man ganz einfach rauslassen kann, wenn man sie nicht möchte. Ansonsten sieht das Ding wie ein UCS-Set aus und vom Teilewert ist es eigentlich auch ein UCS-Set, würde ich schon sagen. Warum es nicht mit einem Schild kommt und kein UCS-Set ist, das weiß ich auch nicht, aber ja. Also ein Spielset ist es definitiv nicht, so kleine Details wie diese Skistock hier oder andere Sachen, die brechen ganz einfach ab, wenn man zu unvorsichtig mit dem Ding umgeht. Und würde man damit spielen, bin ich sicher, ist das Ding innerhalb von, ja, 2 Wochen in alle Einzelteile zerlegt. Die wirklich einzige Stelle, wo man es anfassen sollte, ist auch wirklich dieser Hebel. Wenn man jetzt hier irgendwo anfasst, bricht man die kleinen Details ab. 200 € ist natürlich teuer für so ein Set. Aber wie gesagt, ihr bekommt es mittlerweile auch im Sale. Wesentlich, wesentlich günstiger. Und ich finde auch, wenn man 200 zahlt, das, was man bekommt, ist auf jeden Fall das wert. Man bekommt geupdatete Minifiguren. Auch exklusive Minifiguren und ein wirklich wunderschönes Set. Wenn man ein Star Wars Fan ist, dann darf die Tente 4 auf jeden Fall nicht in der Collection fehlen.
Sie ist natürlich teuer, wie gesagt, 200 Euro kann sich auch nicht jeder leisten. Aber wenn ihr euch überlegt, also wenn man mich fragen würde, soll ich mir alle 20 Jahre Lego Star Wars Sets holen? Die haben ungefähr so einen Wert von 240 Euro OVP. Ich weiß, die sind jetzt auch schon in Sale und so. Oder soll ich mir die Tentive holen? Dann würde ich tatsächlich zur Tentive tendieren, auch wenn bei den 20 Jahre Sets die Slave One dabei ist, die ich wirklich gut gelungen fand. Und da auch exklusive Sammlerfiguren drin sind und so weiter und so fort. Aber die Tentive ist ihr Geld wirklich wert. Ich kann sie wirklich wärmstens empfehlen. Und ja, das war's auch schon von diesem kleinen Lego Star Wars Review. Wir sehen uns dann wie immer beim nächsten Video wieder. Bis dann, ihr Jedi-Meisterinnen und Jedi-Meister da draußen.